grüß Gott und Servus. Und ja, herzlich willkommen. Wir sind aktuell in der Woche, wo es keinen zweiten Vlog gibt. Schaut euch das letzte Video noch einmal an. Dann wisst ihr ja warum, ich habe es da drunter geschrieben. Ja, wir haben aktuell Donnerstag und es hat sich ein bisschen was ergeben. Und zwar habe ich gestern einen Anruf gekriegt. Das Wetter wird jetzt gerade passen. Also jetzt draußen sieht es schon wieder nass aus, aber heute früh hat es richtig gefroren gehabt. Heute Nacht soll es wieder gefrieren. Freitag könnte ich die Uma kriegen. Die Uma, das ist, wer es nicht weiß, die Zuchtsau, die zu meinem Donner dazu soll. Und ja, die soll dann morgen hier einziehen. Sehr früh, eben weil es gefroren ist. Das heißt, ich arbeite bis um 9. Dann ist nochmal regulär Pause. Dann fahre ich schnell heim. Dann kommt der andere direkt her und dann lassen wir sie hier unten raus. Ich habe heute alles vorbereitet dafür. Und zwar, ich habe den Stall vom Ferkelchen da vorne gleich mit sauber gemacht. Weil wenn ich schon drüber bin, das war sowieso nötig. Gleich das Nasse wieder rausgekratzt, sieht man ja. Frisches Wasser und frisches Streu. Da hat er jetzt sein Futter. Kann er schmecken besser. Ist halt so. Und ich habe die zweite Box vorbereitet, hier hinten. Ja, hier soll dann die Uma erst einmal rein. Die Sau ist definitiv tragend, soll voraussichtlich auf Anfang März fergeln. Genauen Tag weiß ich leider nicht. Da frage ich nur noch einmal, weil die müssten das dann wissen. Und ja, auch hier hinten habe ich einen Kübel mit Wasser hergestellt. Und da kommt dann morgen auch ein Futter rein. Ich habe das dann so geplant, die Sau soll kommen mit einem Autoanhänger. Den hängen wir dann hier bei mir ab. Ich will dann einen Schlepper nehmen. Den Kugelkopf drauf auf die AG-Schiene und den Hänger rückwärts hier runterstoßen. Hier habe ich da mal ein großes Tor, das hänge ich aus, mache die zwei Spiralfedern auf und dann kann ich die Klappe aufmachen und sie direkt da reinlassen. Ich hoffe, dass morgen ein wenig gefroren ist, dann ist sie ganz so schlammig da. Ja, und dann soll sie hier gleich ins Gehege rein. Ich mache dann hier drüben nur die Tür auf und die Boxentür da hinten ist schon offen und ich werde sie natürlich, weil ich ja in der Brotzeit, hoppala, in der Brotzeit schnell heimkomme, nicht mit den anderen gleich zusammenlassen, weil dann sehe ich sie, kann sie nicht beobachten, sondern ich werde die Uma entscheiden lassen können. Die soll sich das Gehege gleich angucken, in Ruhe. Und kann dann natürlich auch rein, wenn sie will. Und das Ferkelchen hier steppt dann morgen einmal drinnen. Und die Hühner bleiben dann morgen drinnen. Meiner Hühner kennt auch zwei Schweine und die Uma kennt auch Hühner. Aber es ist eine tragende Sau und ich weiß nicht, inwiefern die Uma jetzt gerade aktuell dann Hühner um sich herum haben will. Deswegen werde ich die dann morgen nicht direkt zusammenlassen. Was los? Da hockt ihr wieder da üben auf der Treppe. So schöne Stangen habt ihr hier in. Knallköpf. Sind ihn scheinbar zu hoch oben. Dusselig. Ja, da hinten habt ihr gesehen, da habe ich auch frisch gemacht. Wenn ich schon dabei bin, ich meine, dann ist gleich einmal der Stress die erste Zeit weg. Dann bin ich hier unten für diese Woche komplett fertig. Muss erst nächste Woche wieder was machen. Habe extra jetzt alles vorbereitet, dass ich dann eben, wenn sie kommt, nicht hier unten gleich den Stress verbreite, sondern dass sie sich erst einmal in Ruhe einleben kann. Das ist der Plan. Und das sollte, denke ich, auch so funktionieren. Gut, da sind wir fertig. Futter habe ich auch gerade aufgefüllt. Ein neuer voller Kübel und die schwarze Tonne habe ich wieder gefüllt. Und jetzt gehe ich noch hinter zu der Emma. Zu der Emma kommt morgen um 13.30 Uhr mein Hufschnitt. Dann werden die Hufe ausgeschnitten von Emma und Gandhi. Dann ist das auch gemacht, weil am Samstag früh oder Samstag Spätvormittag kommt ja dann noch die Adele. Ich hoffe, dass alles so klappt. Das wird auf jeden Fall spannend dieses Wochenende. Ja, und Urlaub habe ich für nächste Woche dann auch nochmal geplant. Wieder Montag, Dienstag, so wie die Woche. Die Woche hätte ich nicht zwar nicht gebraucht, habe aber dann doch machen können. Naja, war halt so. Nächste Woche hoffe ich, dass ich nicht dann aber definitiv brauche. Wie gesagt, wenn morgen alles läuft, 9 Uhr um die Uma, 13.30 Uhr der Hufschmied und Samstag dann, ich schätze mal auf 11, 12 Uhr rum, so in den Dreh, kommt die Adele. Also da geht dieses Wochenende richtig was. Gucken wir mal. Na gut, ich mache meinen Rest und dann ist Zeit fürs Abendessen. Bis spät dran. Ja Leute, wir haben mittlerweile Samstag. Gestern am Freitag kam die Uma hier auf den Hof. Hat alles prima geklappt. Ich konnte es leider nicht filmen. Ich war, wie gesagt, von der Arbeit schnell daheim. Der Ben ist gekommen.
mit dem Auto und Anhänger. Ich habe den Bulldog schon bereitgestellt, also den Kramel mit Kugelkopf. Das hat super funktioniert. Hab dann quasi den Hänger für ihn mit abgehängt. Dann haben wir den an den Kramel angehängt. Und dann habe ich den Hänger rückwärts runter rangiert. Ich habe hier das schöne große Tor. Man sieht da in der Wiese noch links und rechts so die Spuren so ein bisschen. Rückwärts ran rangiert, Klappe aufgemacht. Und dann ist die Oma ganz alleine hier rausgelaufen, schön entspannt hier durchmarschiert, hat sich hier umgeguckt. Das Loch stammt von der Oma und das Loch stammt von der Oma. Erst einmal hier gegraben. Ich weiß, hier schaut es matschig aus und hier schaut es schlammig aus, aber das ist halt nun mal, wenn es die Schweine hast und im Winter, wo ein Haufen Wasser ist, das ist nun mal so. Und ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, das ist jetzt der zweite Winter mit Schweinen, denen macht es nichts aus, ob die da in dem Dreck rumsuhlen. Die hocken sich da trotzdem aus Spaß einfach rein und finden das ganz toll und ganz klasse. Ja, mei, ist halt so. Klar, ich kann sie natürlich auch den ganzen Winter im Stall drin lassen, dann schaut es vielleicht da außen nicht so aus. Aber das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Die haben einen dicken Winterpelz, die können damit umgehen und wenn sie ein wenig Dreck an die Füße dran haben, es macht ihnen nichts. Also hier an dieser Stelle an die ganzen Tierschutzrechtler, die meinen, das ist ja total fatal, wie kann man ein Schwein nur rauslassen, wenn es draußen so matschig ist. Ich garantiere euch, selbst auf einer grünen Wiese, wenn ich jetzt das da alles umzäunen würde, was ihr da seht, ist, wenn ich komplett jetzt alles umzäunen würde, kann ich euch jetzt schon Garantie dafür geben, in einem halben Jahr schaut es genauso aus. Ist nicht anders. Weil die, wo ich sie her habe, die haben ja auch einzelne Parzellen, beziehungsweise die haben dann auch einen großen Acker. Ich glaube 6 Hektar oder was das sind, einen großen Acker. Da bauen sie immer verschiedene Feldfrüchte an und dann lassen sie die Schweine auf die Fläche. Und da kannst du immer so rechnen, naja, in dem Fall ein Viertel, ein halbes Jahr. Und dann ist da davon nichts mehr zu sehen, dann ist das alles umgegraben und schaut genauso aus. Also es ist einfach so. Mein Tierarzt war im Übrigen auch da, wie er mich im Schmuddi da war. Und der hat natürlich auch gesagt, ja gut, es ist halt schlammig, aber ihr kennt es nicht anders, wo Schweine draußen sind, ist das so. Er hat mir noch den Tipp gegeben, ich soll einmal einen Brandkalk besagen. Soll die Fläche da mit Brandkalk einstreuen, das tötet dann die Bakterien ab und dann einfach einmal mit meiner Fräse unterarbeiten. Und ich gesagt, ja, die Fräse nehme ich sowieso. Dass der Boden immer ein wenig aufgelockert wird, dass das Ganze wieder ein wenig grad wird. Dann sagt er, das ist schon mal sehr gut. Und halt ein wenig an Brandkalk rein, tötet Bakterien ab und hilft dazu, dass der Boden nicht versauert. Ich meine, wir haben hier ja auch die Eichenbäume stehen, da fällt genug Laub an. Das liegt dann auch da. Und ja, hier wird nicht zusammengerecht, durch das, dass die Schweine hier ständig graben, ist der Haufen drin. Deswegen nochmal ein Kalk drauf. Natürlich nicht mit einem großen Kalkstreuer, sondern händisch, weil, ja, also, ich sag mal so, ne? Das, glaube ich, ist eher Schmarrn. Was heuer noch geplant ist, mal gucken, ob sich's umsetzen lässt so leicht. Der Zaun hört jetzt da hinten auf. Also da ist ja dieser Mittelpfosten zu sehen. Und den möchte ich eigentlich jetzt bis rüber an die Hecke ziehen. So einen Meter von der Hecke Abstand lassen, dass man dort noch arbeiten kann zum Ausschneiden. Und das Schweinegehege eventuell noch ein bisschen nach hinten verlängern. Und der Rest wird alles Hühnergehege. Muss ich dann auch mal gucken, ob ich danach irgendwie so eine Tür oder ein Tor oder was einbaue, was ich dann aufmachen kann. Sinn und Zweck dahinter ist, ich kann die Schweine hier vorne laufen lassen, wo eh umgegraben ist. Und die Hühner können dann immer mal auf die grüne Wiese. Aktuell mache ich so, ich lasse mir hier das Türchen offen. Und dann gehen die Hühner halt da auf die grüne Wiese. Aber das ist natürlich scheiße, weil die bleiben natürlich nicht da, sondern die wandern dann auch immer weiter und dann stehen sie beim Nachbarn im Garten. Jetzt ist vielleicht nicht so schlimm, aber ich sage mal spätestens, wenn die unten in ihrem Gemüsebeet wieder Karotten oder was drin haben, Junge, und die Hühner drin herumgraben, könnte es wieder sein, dass das ein bisschen auf Abneigung stößt. Das ist ja auch verständlich. So, jetzt aber zu einem Neuzugang. Ich rede hier, vielleicht habt ihr es auf der Kamera schon entdeckt. Die Oma steht hier unten, ich habe sie gestern da noch zusammengelassen, ein Mordsgeschrei. Ich habe es nicht mit der Kamera gefilmt, die hatte ich leider nicht einstecken. Ich habe da dazu ein kleines Video auf dem Handy, das zeige ich euch oder versuche es mal hier mit einzubinden. Ich hoffe, das geht, weil das habe ich eigentlich über WhatsApp aufgenommen. Muss ich mal sehen. Das ist sie. Das ist Oma, eine rotbunte Husumer Sattelschweindame, 5 Jahre jung, tragend,
Und im Gegensatz zum Ferkelchen, ja, doch schon eine Hausnummer größer. Die haben gerade ihr Frühstück gekriegt, Kartoffeln. Die haben heute Nacht Seite an Seite geschlafen, hat super funktioniert. War ich gestern zweimal unten im Stall dann noch, hab nachgeguckt, wie es ausschaut. War ja am Anfang natürlich die Uma total schockiert. Wieso ist da jetzt eine? Und da ist wieder eine da. Total überdreht. Ein Schrei, ein Gedor. Er wollte unbedingt den Sino, sie wollte aber nicht, dass er kommt. Aber schlussendlich haben sie sich zusammengerauft und jetzt sieht man ja, die fressen zusammen aus am Trog. Klappt wunderbar. Liegen schön auf Stroh. Da war die Uma gelegen, das sieht man. Das sind zwei Ballen Stroh, die da liegen. Vieles nicht mehr zu erkennen. Ja, mei, so ist es. Auf alle Fälle freut es mich richtig, dass es sich schon so gut eingelebt hat, dass das so gut geklappt hat. Wie gesagt, das hat es ja geheißen. Am Anfang wird es mit Sicherheit ein Riesengeschrei geben. Also da hast du wirklich gedacht, die werden die Säue auch gestochen. Aber das hat sich ja ganz schnell wieder gehen. Uma, was ist denn? Da ist schon wieder angepufft, der. Geht's denn aus? Ja, die Uma ist schon so eine Hausnummer. Das ist das Schöne. Ja, das ist das Schöne. Und du? Ja, ich habe gesagt, die ist tragend. Voraussichtlich auf Anfang März wird sie ferkeln. Das genaue Datum, das wollte man noch sagen, wann sie damals mit dem Anton zusammengelassen haben, mit dem bunten Bentheimer. Und ja, dann, wenn ich das weiß, dann kann ich mir ja ausrechnen, wann das in etwa der Fall ist. Kannst du mir mal einen Eimer da lassen? Muss auch mal rausgucken. Mach den nicht wieder kaputt? Nee. Was denn? Wo ist deiner dazu gehen? Na, die Uma ist erst einmal raus. Hat sie recht. Es ist sie auf jeden Fall. Die Schweinedame. No? Was? Wie? Ja, heute Abend gibt es wieder lecker Gemüse. Jetzt gibt es nur gekochte Kartoffeln. Jetzt kommt der schon wieder, ne? Mann, 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 der Kerl. Hast du ein Glück, der ist noch aus. Die ganze Nacht waren sie im Stolz haben, da hat es super funktioniert. Jetzt muss er wieder hinter ihr hergehen. Ach ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist deutlich ruhiger. Es war gestern schon mal viel, viel intensiver und lauter hier unten. Sag mal, da ist der Nachbar dann so gut rüber. Guck mal, ich habe mich gefragt, ob ich sie abstich oder was. Weil die so schreien. Dann habe ich gesagt, nee, die zwei sind jetzt das erste Mal zusammen. Da könnte es unter Umständen sein, dass jetzt einfach ein wenig lauter ist. Die werden sich einig. Ich meine, müssen sie. Die wohnen jetzt zusammen. Und es ist klar, der ist fremd und will sie gleich besteigen. Und für ihn ist sie fremd und er sich der Sau. Ein ganz anderer Geruch. Er hatte vorher den Schmuddi, das ist ein kastrierter Eber gewesen. Und jetzt hat er das erste Mal in seinem Leben eine Sau, die er besteigen könnte. Ich sage das extra so, weil eine Sau hat er natürlich gehabt, der ist ja irgendwann einmal geboren worden. Ja, ja, blödes Gelaber. Aber wie gesagt, alles klappt wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, die Nacht ist wirklich schön verlaufen, richtig schön. Was denn? Was denn?
Ja, das ist gemein jetzt, ne? Jetzt ist das auch noch ein bisschen laut gefroren. Schau her, schau her, schau her. Ich muss ja gleich zeigen, wie du hier geht. Gut, dann kennt ihr die Oma. Wie gesagt, ich versuche das andere Video von gestern noch mit reinzubringen. Da hatten wir es noch ein wenig intensiver gehört, wie laut sie waren. Mal gucken, ob es funktioniert. Ansonsten sehen wir uns dann direkt wieder. So, jetzt haben wir Samstagabend. Und ich bin gerade unten im Stall. Ich habe gerade die Hühner aufgesagt. Und aktuell auf die Schweinchen. Ja, die zwei Mampfen. Die Oma hat sich einen Salat aus dem Trog rausgeholt. Macht den kleinen. Und der Herr da, der ist ja sowieso schon immer verfressen gewesen. Der beansprucht den restlichen Haufen für sich. Kann ich nur sagen, unmöglich. Ja, die Hühner haben ein paar Weintrauben noch gekriegt. Die hatten heute ein wenig an Was und Haferflocken. Und die da, die haben heute Kartoffeln gehabt. Und beim zweiten Mal dann ein wenig Was und ein wenig Haferflocken. Und jetzt da noch den großen Kübel mit ja, was wurden drin? Ein paar Tomaten, Weintrauben, Paprika, Salat. Ja, haben sie was zu tun. Oma hat Wäsche. Ja, wir werden der Mama so viel Futter wie möglich geben. Ist nicht verkehrt, denke ich mal. Die soll möglichst viel fressen. Die muss jetzt doch gewisse Reserven aufbauen. So eine Geburt, die wird mit Sicherheit kräftezehrend sein. Also weiß ich es noch von früher von unseren Zweigziegen. Was ist denn, Oma? Drüben spielt die Musik, ich hab nichts. So. Ist das schöner, gell? Willst du jetzt nochmal raus? Oma. Tja, doch nochmal gucken. Kann man nichts machen. Die hebst du nicht einfach so auf Seite, ne? Ja. Oma. Bewegt sich immer mal wieder ein bisschen rumlaufen, dann wieder ein wenig liegen, dann wieder ein wenig rumlaufen. Also man merkt die schon deutlich an, dass sie tragend ist. Ne? Etwas behäbiger, etwas langsamer und natürlich auch unten die Wampen hängt ganz schön runter. Ne? Jo. Ist bei ihnen noch irgendwas fressen, du? Dafür habe ich nein. Sonst mampft ihr das wieder alles alleine. Ich möchte gerne bedient werden. Sie frisst nicht aus demselben Trog wie er. Nee, ganz so schlimm ist nicht. Sie geht dann schon an, wenn sie Hunger hat. Oma, willst du nicht ins Bett? Sag, willst du nicht ins Bett? Was willst du denn jetzt noch draußen? Den Sonnenuntergang genießen, oder was? Ich wollte zwar jetzt zumachen. Du. Ja. Die weiß noch nicht, was sie will. Oma. Doch noch eine Runde Schlammkur. Ja, und weil ich gesagt habe, die laufen durch den Schlamm und schauen dann aus wie Sau. Also ihr seht, die Füße sind schon wieder richtig schön sauber geworden. Und die war heute mittendrin unterwegs, also überhaupt kein Thema. Und ich meine, die haben den Winterpelz drauf, die waren auch bei denen komplett draußen auf der Weide. Also bei denen war es ja noch anders, die haben nur Hütten draußen gehabt und waren wirklich komplett draußen. Bei mir sind sie ja nachts dann sogar noch im Stall. Von daher, die sind es gewöhnt, da brauchen wir keine Gedanken machen. Ja. Hallo? Ja, der macht natürlich jetzt ganz alleine. Ne? Puh, bist aber kein Gentleman, du.
ja, doch noch mal eine Runde wandern. Vielleicht muss ich noch mal. Ich habe nämlich schon festgestellt, die Oma ist sehr reinlich, die macht nicht im Stall. Sie geht lieber nach draußen, sie will lieber draußen machen. Kann natürlich sein, dass sie jetzt noch mal macht. Ich meine, die ist halt sehr dumm, ne? Ja. Ist halt so. Im Stroh wäre es mir zwar lieber, da könnte ich es wieder rausmachen. Oder eine Sägespäne, die mit drin liegt. Aber gut, ist halt ein reinliches Tier. Mein Gott, kann man nichts machen, ne? Damit muss man leben, dass er dann ausgeht und draußen macht. Andererseits muss man sagen, Schweine sind gar nicht einmal dumm. Die pissen wenigstens nicht in ihr eigenes Bett rein. Hat sie auch wieder recht. Ja, und jetzt wird natürlich noch gekackt. Damit ich eine Arbeit habe. Das heißt, ich kann dann wieder die Gummistiefel anziehen und kann es wieder raustragen. Ja, weil sowas mache ich nämlich auch. Tja, was ich an der Stelle noch sagen möchte, hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an meinen Bruder, an den Matthias und an seine Verlobte, an die Paula. Die haben nämlich zu der Oma was dazugegeben. Also ich habe eigentlich Sicherheitsschuh bestellt gehabt und die haben sie jetzt geholt und die musste ich nicht bezahlen. Haben sie gesagt, das ist dann quasi das Geld, das geben sie zum Schwein dazu. Weil sie ja dann eventuell auch immer mit davon profitieren. Und da möchte ich an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank sagen, auch an euch zwei. Finde ich sehr nett. Ja, ich hätte sie sonst, wie gesagt, selber gekauft, aber so funktioniert es. Wie gesagt, das ist dann halt in der Familie drin. Freut mich. Bin ich dankbar dafür. Tja, und jetzt steht sie da draußen und will nicht rein. Muss ich doch erst nicht dazu, der Emma. Ja, und an der Stelle sei auch gesagt, wir haben ja Samstag und die Leute haben ja alle darauf gewartet, dass mit Sicherheit jetzt die Adele zu sehen ist. Ja, haben wir eigentlich auch gedacht. Hatte auch der Thorsten tatsächlich so geplant. Die haben gestern schon versucht, die Adele zu verladen auf dem Anhänger. Hat sie ihnen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hätten noch 2 cm gefehlt, dann wäre sie quasi auf dem Hänger drauf gewesen. Hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, ist ausgebüxt, raus. Ja, und wohl den ganzen Tag probiert. Keine Chance. Die wollte nicht auf den Anhänger. Ja, jetzt mussten wir es verschieben dann auf morgen oder Montag. Schauen wir mal. Wird schon noch klappen, ich meine. Es läuft uns nicht davon. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es heute geklappt hätte, aber gut. Wenn es morgen wird oder Montag wird, ist auch nicht dramatisch. Ich habe Montag, Dienstag Urlaub. Und dann wird man schon sehen. Gut, ich gehe jetzt dann hinter zu der Emma. Ich bringe dir noch was. Und dann werde ich Feierabend machen. Dann hoffe ich mal, dass die Oma dann bis dahin wieder in der Stall ist. Und vielleicht kommt sie ja doch. Nähert sich. Oma? Komm! Oma! Na komm! Ja, du weißt, dass du Oma heißt, ne? Ja, die hört auf ihren Namen, die kommt. Die ist nicht dumm. Na komm! Komm, Oma! Na komm! Na komm! Oma! Der frisst dir ihnen dein ganzes Futter weg. Oder willst du wieder Hafer flocken? Und die so gut? Was sagen so viel Grünzeug? Na komm! Komm! Komm, Oma! Oma! Ich weiß, dass ich so heiß, aber ich habe keine Lust. Mit ihren Schlappohren. Schön. Na, ich guck mal, dass ich sie gar in den Stall krieg und. Ja, dann machen wir für heute Feierabend, dann sehen wir weiter. Oh, ist er feine. No. Feinig. Hm? Du, dass du überhaupt was siehst? Also vor dem Schwein Angst haben, kommt mir ja gar nicht in die Tüte. Respekt, ja, habe ich ja gestern schon gesagt, weil schwer ist sie und schwer ist auch mal andere,
Aber dass ich jetzt vor ihr Angst hätte, das käme ja gar nicht in den Sinn. Du willst auch mitreden? Du hast jetzt alles alleine gefressen, gell? Ja, die zwei. Mach erst einmal meine anderen und dann sehen wir weiter. Na, wir müssen sehen, ob wir die Herrschaften dann nicht auch noch neu kriegen. Herrschaften ist gut. Das Turteltäubchenpaar. Auch wenn es jetzt so ausschaut. Ja, Leute, ich habe mich jetzt schon wieder lange nicht mehr gemeldet. Ja, das letzte, was wir aufgenommen haben, war, denke ich, mit der Uma. Sowas, ja. Die hat sich mittlerweile prima eingelebt. Da muss ich mal wieder runter und filmen. Ja, wir haben mittlerweile schon wieder einige Zeit vergangen. Es ist aktuell Mittwoch. Ich glaube, das letzte Mal, was ich gefilmt habe, war es Freitag oder Samstag. Irgend sowas, keine Ahnung. Ja, es ist auf alle Fälle jetzt mittlerweile Mittwoch. Und es ist viel passiert die letzte Zeit. Und zwar, erstens, wir haben die Adele gekriegt. Das zeige ich euch gleich. Ich habe leider nichts gefilmt. Der Thorsten und ich, wir hatten eigentlich geplant, wir filmen das. Aber es ging alles so glatt und alles so super. Ja, dann hat weder er noch ich haben die Kamera raus. Und da kam halt eins zum anderen, haben halt leider nichts gefilmt. Schade, aber gut, ist halt so. Was ich noch gemacht habe, ich habe endlich eine Schrotmühle reaktiviert. Vorschriftsmäßig nicht mehr diesen alten vierpoligen Stecker, wie er da war, sondern schön CEE 16 Ampere und natürlich einen feinen kleinen Stecker drauf. Ja, Kabel habe ich gelassen, Kabel war noch gut. Das habe ich nicht getauscht. Und da ist der E-Motor, da ist der 3-Prim, da ist die Schrotmühle, die habe ich wieder gangbar gebracht. Das war ein matzmäßiger Aufwand. Da war ja hier alles unten, das ganze Gerümpel. Den Stein habe ich innen rausgenommen, den einen. Ich habe das leider nicht gefilmt. Dann war sie hier oben noch verstopft, im Einfülltrichter war auch noch lauter Mist. Der ist übrigens jetzt ziemlich voll, da habe ich gerade schon eine Ladung reingekippt. Ja, und das ganze Ding war total schwergängig. Jetzt ist sie wieder frei. Man sieht schon, ich kann sie jetzt wieder schön durchdrehen. Da hinten ist der Schmiernibbel kaputt gewesen, seht ihr jetzt gar nicht. Wo habe ich denn mein Licht? Moment. Da ist ein Schmiernibbel. Mittlerweile schon ziemlich verstaubt. Den habe ich erneuert und den Schmiernibbel da abgefettet. Und jetzt dreht das Ding. Aktuell laufen die Steine zusammen, sind keine Körner dazwischen. Oder zumindest nicht mehr viele vom gestrigen Stroten. Gestern den ersten Probelauf gemacht mit dem Ding. Habe auch mal so einen Firmaline-Arme da, circa drei Viertel voll gemacht für die Schweine unten. Es sind mega begeistert davon, wirklich mega begeistert. Hätte ich nicht erwartet. Die Uma wie eine Verrückte. Ja, und Feigerchen. Boah, geil! Endlich haben wir richtig schön eine Klagemolen erkennen. Die letzten, die ich nicht mehr gefüttert habe, die konnte halt nicht richtig verwerten. Ist klar, die waren nicht angeknatzt und nix. Und ja, so ist schon besser. Ich schrote jetzt hier aktuell Weizen. Den mache ich jetzt gleich noch leer. Dann ist die Tonne da gleich leer. Weizen und Hafer. Mal gucken, ob ich an den Hafer rankomme. Da seht ihr den Hafer mit, die länglichen hier. Schrote ich beides und zwar im Mischungsverhältnis 25% Hafer und 75% Weizen. Ich habe leider keine Gerste und keine Saubohnen da, sonst hätte ich das gemacht. Habe ich aber aktuell nicht. Ich muss mir mal Gerste wieder besorgen. Ich habe dann sowieso vor den Plan. Da oben schaut es aus wie Sau, da war früher mal Gerste gelagert und ja, die Mäus und Ratzen, die hatten fleißig aufgerammt. Ich kann ja mal ganz kurz mit euch hochgehen. Dann habt ihr mal einen schnellen Überblick. Ist wie gesagt nicht toll. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was seht. Hier liegen nur noch Spelzen. Also hier muss dringend sauber gemacht werden. Und das Ding da ist übrigens die Kurbelwelle vom Krame. Wer sie nicht kennt, das ist die Kurbelwelle vom Krame. Ja. Ich muss hier oben sauber machen. Dann wird komplett sauber gemacht. Dann kommen hier oben ein paar Regentonnen rauf. Mal sehen, entweder kaufe ich mir noch welche oder schau mal, was wir noch rumstehen haben. Sind ja doch einige. Und dann werden die Regentonnen alle befüllt mit Getreide. Werden hier raufgestellt. Da stelle ich mir dann meine rauf, die wo ich halt brauche. Also Weizen, Hafer, was wir das Jahr dann anbauen, will ich dann hier oben haben. Und Gerschen soll rauf. Bohnen muss ich mal gucken oder Erbsen oder sowas.
Und ja, dann kann ich mir da immer rausnehmen, kann sie oben gleich zusammenwischen und habe da den Einfülltrichter. Da wird man nicht viel sehen. Da ist eine Gitterklappe, die ich runter machen kann. Ich habe da gerade eine Ladung reingekippt. Ich hole jetzt die zweite Ladung noch. Das landet von da in dem Trichter da. Und geht dann da rein. Ja, warum ist das Einfüllloch da oben? Ja, weil normalerweise da oben auch das Getreide gelagert ist. Ich muss es anders lagern. Wir haben das normal immer raufgeblasen. Ihr seht da vielleicht diese Rohre an der Decke. Da kann man das Getreide hochblasen. Und macht halt dann einen Haufen mit Getreide und lagert es. Ja. Ist aber halt mit Ungeziefer, wenn man es hat, nicht einfach lösbar. Ist scheiße. War auch recht lange hier oben gelegen. Ich würde auch, wenn hier jetzt noch was liegen würde, das ehrlich gesagt nicht mehr verwerten. Ich gebe zu, es war eine scheiß Idee, das hier oben zu lagern. Und so lang zu lagern. Wie gesagt, ich räume hier alles raus, mache das alles blitzeblank sauber. Stell mir hier oben Regenfässer rauf, füll die Deckel drauf. Dann ist das Zeug sauber aufgeräumt. Da kommt keine Ratten, da kommen keine Ratten noch, kommen keine Mäuse noch. Köderboxen habe ich sowieso. Und dann wird eine noch mit hier raufgestellt. Und dann ist die Sache gegessen, dann passt es. Und dann habe ich hier oben wieder ein richtig schönes Lager. Ja, so zumindest der Plan. Jetzt fülle ich einmal schnell noch die eine Ladung Getreide hier rein. Dann schmeißen wir die Schrotmühle an und dann schroten wir mal durch, was wir haben. Und zwar in diese alte Mülltonne da unten. Also alt, alt ist gut. Die habe ich neu gekauft. Steht schon ein bisschen länger rum. Ich habe da noch eine zweite, die habe ich immer gebraucht gekauft. Und da habe ich mir noch eine neue gekauft. Was kostet so ein Ding? 35 Euro oder irgendwas im Baumarkt. Pff. Optimal. Kann ich voll lassen. Hab einen Deckel drauf. Schrotsicher gelagert. Kommt nichts ran. Top. Besser geht's gar nicht. Und wie gesagt, das ist auch das Ziel hier oben. Entweder ich suche mir dann so Mülltonnen, dass ich da mal gebraucht im Internet noch welche organisiere. Die kann ich dann hier oben auch hin und her rollen, wenn ich will. Oder halt Regenfässer. Das ist im Grunde genommen wurscht. Mit die Dörmerlein-Arme, die kann ich mir immer schön voll machen. Vom Getreide her, es ist dann nicht so schwer, kommen noch schön dran und dann einfach da reinkippen. Und dann kann ich mir immer die Ladung schroten, die ich halt brauche. Und wenn ich es nicht brauche, ist sauber verräumt und schön ordentlich. Ja, gut, jetzt machen wir mal was, dass das läuft, weil ich meine, das dauert doch einen kleinen Moment. Und viel Spaß dabei. So, jetzt hast du mal einen Kopfstecker neu. Na, geh her. CEE-Stecker mit 16 Ampere. Schön neu schieben. Dann gehen wir hier runter. Dann stelle ich euch mal hier ab, damit ihr was seht. Hoppala. Schauen wir mal, ob das so geht. Ich hoffe, ihr kennt was. Dann habe ich hier meinen Einschalter. Der Motor steht hier unten. So, der müsste eigentlich passen. Ich ziehe mal ein paar Handschuhe an. Stappt nämlich wie Sau. Ich habe keine Lust. Ich habe ein bisschen Probleme, deswegen bin ich ja kein Bäcker mehr. Ich ziehe lieber Handschuhe an, besser ist es. Die Mülltonne steht drunter. Hebel für die Öffnung ist zu.
Rad auf. Ich bin da momentan am Einstellen. Wenn ich dieses Rad hier im Uhrzeigersinn drehe, dann werden in der Nähe zwei Steine aufeinander geschoben, die Mahlsteine. Wenn ich es zu heiß mache, dann scheuern sie aufeinander, dann funktioniert es nicht. Zu lose wird es nicht gescheit geknackt, das Korn. Der Vater hat gesagt, normalerweise Strom ist es so, dass es dann richtig weiß ist. Naja, nicht ganz, aber ich will es gar nicht zu fein haben. Ich will kein Mehl haben, sondern ich will noch ein bisschen Spätzle mit drin haben. Ich habe aber ein wenig ein Problem. Das Ding hier unten, der Gummikopf, der ist leider kaputt und porös. Deswegen haut mir der an der Seite ein wenig raus, deswegen habe ich die Hand immer davor gehalten. Aber, mein Gott, wie alt ist die Maschine da? Baujahr 1964, kann das durchaus sein. Nur Probleme mit der Haut. Ja, staubig wie Sau. Ich habe die Steine jetzt ein bisschen aufgemacht, das hat er auch gesagt. Die Steine sollten nach Möglichkeit ein bisschen auseinander, wenn dann kein Getreide mehr drin ist. Weil das Getreide, wenn durch einen Einfülltrichter reinläuft, drückt es die Steine ein bisschen voneinander. Und wenn dann kein Getreide mehr kommt, deswegen soll man sie nicht leer laufen lassen, dann entweder aufmachen oder ausschalten. Ich habe jetzt beides gemacht, besser ist es. Ja. Material ist durchgeschrotet. Der Trichter ist wieder leer. Hört man ja. Staubig ist es halt, das Ganze, ist ganz klar. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Ja. Und die Tonne ist jetzt relativ voll. Ich sage, ein bisschen was hat es daneben gekrümelt, sieht man da hinten. Ist nicht so toll. Ich muss diesen Gummirüssel da neu machen. Muss mal gucken. Entweder bauen wir aus Metall was drüber oder würde so ein Gummirüssel oder irgendwas, ein Schlauch oder irgendwie alte Bulldog-Reifen. Bulldog-Schlauch wäre gut. Naja, so schaut das Ganze jetzt auf alle Fälle aus. Vater hat ja gesagt, es soll möglichst weiß werden. Ich lange jetzt doch mal rein, ist nicht schlimm. Es ist fast wie Mehl. Ist jetzt quasi im Grund genommen, ist es Vollkornmehl, was ich hier gemahlen habe. Und ich habe vorne mal ein bisschen weniger grob geschrotet. Quatsch, weniger fein geschrotet. Das schaut dann so aus. Ja, das wird dann einfach mit Wasser quasi angerührt. Ich tue dann einmal 2 Kilo. Das ist die Tagesration von der Uma, hat mir der Ben gesagt. 2 Kilo in einem Mandeleimer. Das Ganze gieße ich dann mit der doppelten Menge an Wasser auf. Und das lässt er dann eindicken. Und ja, das ist am nächsten Tag eine richtig feste Masse. Also das ist ein dicker Brei, könnte man sagen. Ja, und das
Schmeckt ihr hervorragend. Wie gesagt, ich habe das jetzt mit Hafer und mit Weizen gemischt, weil ich ja nichts anderes habe. Ich sagte, ist auch kein Problem, ist top. Ja, und das haben wir jetzt gemacht und funktioniert. Gut, eine Ladung geschrotet. Heute kriegen sie nichts mehr. Ich habe in einem Türmerlein Arme noch was gehabt. Aber passt auf alle Fälle. Sehr schön. Ja, hier oben drauf liegt das ganze Mehl dann natürlich. Also das ist wirklich richtiges Mehl. Wenn es jetzt noch sieben tätst. Hafer- und Weizenmehl. Ich kehre jetzt hier noch ein wenig zusammen. Das muss ja nicht da unten liegen. Das ist auch bloß wieder so ein Magnet für Ratten. Wie gesagt, das, wenn der Rüssel dann einmal gemacht ist, ist das auch... Gesundheit. Dann ist das auch immer besser. Ja, also mit dem Riemen hier, das ist wieder so eine Sache, aber es ist halt nun mal, das ist ein Riemengetrieb, ne? Neuere hätten jetzt Kallriemen und den Motor irgendwie drunter oder daneben sitzen. Gibt es auch. Dann sind die Kallriemen mit einem Blech verdeckt. Hier ist es noch ein offener alter Treibriemen. Ähnlich wie bei der Welgerpresse oder wie bei der Dreschmaschine, die ich habe, oder wie bei dem Heuaufzug. Ja, man greift ja nicht rein. Ich meine, ich weiß schon. So ganz vorschriftmäßig ist das jetzt vielleicht nicht mehr, aber es funktioniert. Das ist halt System altbewährt und gutes. Ich meine, ich kann auch die unten im Stollen aufbauen, die hölzerne. Der Treibriemen ist ein Stückchen länger und der Treibriemen, der geht dann vor der Dreschmaschine vorbei. Ja, machen wir uns mal keinen Kopf, weil ich meine, auf die Dreschveranstaltungen, wenn sie dann sind, und da haben sie ihre Dreschmaschinen noch im Einsatz. Irgendwie musst du sie ja betreiben und du kannst nicht den ganzen Treibriemen hier verdecken. Klar, schöner wäre es, wenn es so wäre, aber gut. Ich habe sowieso nicht vor, da reinzugreifen. Und ich weiß, wir können einen Unfall haben, können reingreifen, aber so wie es ist, ist es. Es funktioniert, bewährtes System, passt. Ja, ich mache hier noch nicht sauber. Das hauen wir noch mit da rein. Und dann ist die Sache gut. Und dann passt es für heute. Und dann zeige ich euch noch die Adele. So, und jetzt noch wie versprochen, die Adele. Das ist die kleine Maus. Ich habe auf Instagram ja schon ein Video gestellt und Instagram, Facebook und WhatsApp. Mäuschen. Oh, die kleine süße Maus. Ach nö, ich will doch nicht. Ja, sie ist immer noch im Stall. Meine anderen sind ausgesperrt. Die sind im Offenstall draußen und haben sie auch Heu und Stroh und Wasser. Sie ist noch hier innen, die soll sich erst einmal an uns gewöhnen und dann darf sie mit raus. Ich habe weniger Angst, dass er davonläuft, als dass ich sie auf der Koppel dann nicht mehr erreiche, dass ich da nicht mehr rankomme. Ja, das ist jedenfalls das kleine Mäuschen hier. Unser Neuzugang. Ja, Adele. Und sie soll ja auf jeden Fall noch jemanden dazukriegen, einen Artgenossen. Das ist auf jeden Fall schon fest in Planung. Ne? Gell? Sollst du nicht alleine bleiben? Mit der Emma, mit dem Gandhi, Joggel und Maggie. Oh, die ist wieder müde. Ja. Das ist ja auf jeden Fall. Und habt ihr die kleine süße Maus auch noch gesehen? Sobald sie mit den anderen zusammenkommt, fühle ich das natürlich auch. Ich glaube, die ersten Dinge sind schon rumgegangen, da sind mit dem Joggel zusammengekommen. Auf Discord habe ich das unter anderem ein Bild, glaube ich, gepostet. Ja, wir lassen sie erst einmal schön langsam einleben. In aller Ruhe mit Zeit. Und dann sehen wir weiter. So, jetzt muss ich mich aber sputen. Jetzt gibt es nämlich Abendessen. Sonst kriege ich Mecker. Ja, Leute, es ist soweit. Wir haben Freitagnachmittag. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Nicht wundern, hier schaut es aus wie Sau. Ja, es ist normal. Hier war gestern alles blitzeblank sauber. Aber durch das, dass die Emma, der Gandhi, Maggie und Jockel hier rausgesperrt waren, nutzen die das hier als Schlafplatz und als Kotplatz. Also Stroh war hier gelegen. Das haben sie aber alles mit aufgemümmelt.
Ja, wie ihr seht, die Adele steht da. Ich hatte jetzt eigentlich schon den Plan, ich lasse jetzt das erste Mal mit raus. Ich komme jetzt gerade in den Stall rein. Sie liegt hinten im Eck. Guckt ganz freudig. Und ich denke, wieso steht die Tür offen? Ja, die Ziegen haben mir da mal wieder ein bisschen vorgegriffen. Die haben mal die Tür aufgemacht. Weil die beiden Ziegen haben mal gemeint, ja, ist gut. Wir öffnen mal die Tür und haben den Halter hier im Ganzen rausgezogen. Ja, der war mit drei Dübeln in der Wand drin. Das hält ja normalerweise das Schloss von der Tür. Hat, tja, ich schätze, jetzt sind es bestimmt fast 20 Jahre wunderbar gehalten, ohne Probleme. Aber die Ziegen haben gedacht, nee, darf ich ja mal. Also du, Schneckchen, Schneckchen. Tja, auf jeden Fall, sie war schon ein bisschen draußen, weil hier liegt definitiv Code von der Adele. Das ist nicht von der anderen, das ist Adele. Also sie war auf jeden Fall schon mal hier auf dem Vorplatz, aber scheinbar noch nicht weiter draußen, weil sie ist noch ziemlich sauber und wir haben ja, das wisst ihr ja, hier noch immer Matsch. Soll ja geplättet werden. Da brauche ich aber den Bagger dazu. Dazu muss es auf jeden Fall trockener sein. Das wollte ich eigentlich schon seit, jetzt sind es mittlerweile ist das dritte Jahr, wollte ich das machen, aber wir haben eine Baumaschinenvermietung, der Bagger war immer unterwegs. Ja, sobald es trocken wird, brauchen wir die Leute. Das ist das Problem. Ich hoffe, dass es dieses Jahr endlich klappt. Dann soll hier ausgebaggert werden. Dann kommt hier eine Drainage rein. Dann kommt schön Kies drüber und ein wenig Schotter. Und oben drauf Split. Und dann werden diese Platten hier bis da oben an die Kante von dem Pfosten vergrößert. Gehen da rüber, wo diese Grünkante da noch zu sehen ist. So rüber. Und bis an die Kante hinten her. Dass diese Fläche hier quasi noch geplättet ist. Das ist beim Landwirtschaftsamt schon eingetragen, ist schon rausgenommen aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Weil wo Platten liegen, hast du natürlich keine Nutzfläche mehr, ist klar. Ist schon draußen. Und ja, wie gesagt, das müsste halt das Wetter jetzt aber noch passen und dann sollte das laufen. Die Drainage soll dann auch verlängert werden, hier hinten rum und runter. Unten her ist ja dann eine Rinne unterhalb von dem Gebäude. Am Wasserrinne, da kannst du dann mit ablaufendes Wasser. Es ist halt einfach ein Schlammloch hier. Das ist ganz normal, die laufen hier durch diesen schmalen Gang immer wieder. Durch diesen, ja, ich möchte es fast nennen, Hohlweg. Und ja, dass das keine Dauerlösung ist, das weiß ich selber. Da braucht sich keiner aufregen, das weiß ich schon seit langem. Ich habe es zwischenzeitlich dann als Notlösung mit Tannenreisig probiert. Es hilft ja, ich sage mal 2 Tage, dann ist das auch fort, dann ist es im Schlamm. Ja, es muss was passieren, das weiß ich. Und es wird was passieren. Also draußen war sie auf jeden Fall noch nicht. Sie hat nämlich noch keine schmutzigen Füßchen. Ja, Dele. Komm. Ja, die große Welt. Komm halt raus. Trau dich. Nee. Ich war jetzt 3 Tage im Stall. Ich bin am Dienstag hier angekommen. Jetzt war ich 3 Tage im Stall. Jetzt war ich mal hier draußen und hier ist dreckig. Da habe ich keine Lust. Das kann natürlich auch sein. Dann hat sie einfach keinen Bock. Ach du. Ja. Wer gab denn da schon wieder? Du bist die Schiene. Ja, jetzt hast du die Tür offen und willst doch nicht raus. Tja, Mai. Mich so gefreut, mache ich auf, dann kann sie endlich einmal raus. Hat die Tür schon offen und steht sie in der Tür drin und guckt. Hab doch gar keine Lust. Bist ein feines Mädchen, ein ganz ein feines Mädchen. Ja, ich weiß, dass du mir die Hanne schubst. Tja, die Adele, wie ihr seht, hat Hörner. Ich habe mich ganz bewusst für eine Kuh mit Hörnern entschieden. Oder eine Ferse mit Hörnern. Das gehört doch irgendwie dazu. Ich weiß, dass viele Betriebe aus Sicherheitsgründen entornen, aber ich glaube, schlimmer wie mit meinen 2 Ziegen kann es gar nicht sein. Also der Jockel, der pufft einen ja auch. Und wenn man ein bisschen damit umzugehen weiß und sich ruhig verhält, habe ich, denke ich, immer da kein Problem. Ich weiß, dass es in Laufstallhaltung, wenn die jetzt nicht rauskommen, sondern nur einen Laufstall haben, durchaus Probleme geben kann. Aber durch das, dass ich Offenstallhaltung habe, denke ich mal, habe ich da kein Problem.
Ja, beim Landwirtschaftsamt habe ich sie jetzt mittlerweile angemeldet. Beim Veterinäramt habe ich das Ganze schon angemeldet. Bei der HIT muss ich sie heute noch anmelden, dass das auch gar läuft. Ja, da musste ich noch drauf warten, dass der Thorsten mir Bescheid gibt, ob er sie jetzt schon abgemeldet hat. Da muss ich dann auch mal gucken. Wir müssen hier Blutproben nehmen. Schauen wir halt nochmal. Kriegen wir alles. Vielleicht hat sie es ja schon, vielleicht noch nicht. Werden wir alles sehen. Und dann sehen wir das schon. Ja, ich werde hier auf jeden Fall noch ein bisschen sauber machen. Das schaut nämlich aus wie Sau. Und das gefällt mir gar nicht. Ihr wisst, dass ich eigentlich ein sehr sauberer Mensch bin, was das betrifft. Weil Scheißehaufen müssen da nicht liegen. Das gefällt mir nämlich auch nicht. Und das gefällt die Tiere eigentlich auch nicht. Und deswegen mache ich da sauber. Schaut halt jetzt, wie gesagt, so aus. Ich bin gerade eben von der Arbeit gekommen oder vorhin von der Arbeit gekommen und jetzt gerade hier in der. Ja, dann dauert sowas. Na, was puffst du denn? Du. Das ist eine kleine Maus hier. Na komm. Adele. Du schaust nicht aus, als hättest du Bock. Nee, im Stall gefällt es mir jetzt viel besser. Ja, aber ich lasse die Tür dann frei offen, gell? Die anderen können dann frei auch rein. Da gibt es dann keine Ausnahme mehr. Dass das hier mal wieder geregelte Bahn geht. Ja, jetzt ist noch hell, jetzt kannst du dich mal umgucken. Guck dir mal deine Koppel an, die im Moment natürlich auch ausschaut. Wie gesagt, es ist halt Winter. Wer erwartet, wir haben jetzt hier saftig grüne Weiden, den muss ich leider enttäuschen. Das ist halt einfach so. Aber ich denke mal, da werden viele Leute die Tiere draußen halten um die Jahreszeit dasselbe sagen. Du hast nicht viel Chancen. Schaut einfach aus wie Sau. Da hüben wächst es ja schon wieder ein wenig hoch. Wir hatten mal warme Tage. Das sieht man schon, da hat es wieder gesprießt. Da kommt es wieder. Hier ist es abgefressen. Ja, Sturmschaden. Da hat es vom Baum da irgendwas abgerissen. Das muss noch weg. Da muss ich aber auch mit dem Bulldog reinfahren können mit Hänger. Da ist es jetzt zu nass dafür. Da bleibt es liegen. Das Laub muss ja auch noch alles weg. So hat es uns auch wieder hergeweht. Naja. Wie gesagt, es muss ein wenig trockener werden. Im Moment ist es zu nass dafür. Was aber nicht heißt, dass ich den Regen schlecht finde. Ne, wir haben ja immer noch zu niedrige Grundwasserspiegel. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Machen wir mal keine Hektik. Das hat letztes Jahr nämlich auch nicht funktioniert. Dann ist es schlechter gelaufen. Also schauen wir mal dieses Jahr bloß nicht zu viel vornehmen, weil dann klappt vielleicht wieder mehr. Ist immer so. Na? Was denn? Was riechst denn an der Hose? Schmeckt das wohl? Ach du. Gehst doch ein Mann aus, Mensch. Jawohl, lauf. Guck dich mal um. Besuch mal die Emma. Besuch mal den Gandhi. Die kennen dich noch gar nicht, du. Na, Mädchen. Also, die kennen dich vom Sehen und vom Muhen. Ne? Zweimal hast du bislang gemuht, wo ich es gehört habe. Du bist eine. Genieße. Komm. Adele. Adele. Komm. Hey. Die wird sich denken, warum soll ich hier durch den Schlamm laufen? Ja, gucken wir mal. Ich mache hier jetzt auf jeden Fall einmal sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. Falls in der Zwischenzeit was passiert, schmeißen wir die Kamera mal an. Ansonsten, ja, sehen wir uns wieder, wenn ich hier fertig bin. Ja, so schnell geht's. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Die ist jetzt da einfach mal rausmarschiert. So schnell habe ich die Kamera gar nicht draußen gehabt.
Der Gandhi hat sich hier in den Weg gestellt. Wer bist denn du? Jetzt gucken sie natürlich alle. Wer ist denn das? Was ist denn das für eine? Trapp, 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 trapp. Die Emma ist natürlich neugierig und der Maggie ist immer hinter der Emma her, also ist er natürlich auch mit vorwitzig und vorne dran. So ein bisschen Angst hat die Emma schon. Sie kennt das Ganze nicht. Der Gandhi ist sich auch noch nicht schlüssig, was das ist. Ist das jetzt eine große Ziege? Ist das jetzt ein Pferd? Ist das jetzt ein Esel oder was soll das sein? Der kennt das natürlich auch nicht. Ja, und die Adele, die ist ja vorher mit den Rindern zusammengestanden. Also sie kennt Esel von Weitem. Ja, wer fängt jetzt wen? Sie kennt ja die Esel von Weitem. Tja. Schauen wir mal. Es wird schon hoffentlich gut gehen, das Ganze. Dann wird gleich wieder gekotet. Jetzt hat sie sich endlich einmal richtig bewegt. Die sitzt schnurstracks hier durch den Matsch durch. Hat ein wenig komisch ausgeschaut, ein wenig so watschelig, so ein wenig die Beine breit. Uah, ii, pfui. Jetzt steht sie auf der Koppel und weiß nicht so recht, was sind denn das für welche. Ja, ich sag ja, so schnell habe ich gar nicht die Kamera rausholen können, wie sie es jetzt dann eilig gehabt hat. Ich habe mir Besen und Schabel geholt und wollte hier anfangen und trapp, 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 trapp. Stopp, stopp, stopp. Ja, mei. Jetzt gucken wir halt immer. Ein alter Herr, der Gandhi, also vorwitzig. Ja, im Hintergrund das ist der Minibagger, was da läuft, und die Kehrmaschine. Der Thomas, mein Bruder, der will heute, glaube ich, unten graben, ein wenig ausbaggern. Mal gucken, werde ich dann vielleicht dazu stoßen. Muss ich mal sehen. Ja, jetzt beobachte ich erst einmal, wie es hier läuft. Weil das war mir wichtig, sie jetzt dann nochmal zusammenzulassen aufs Wochenende zu. Die soll ja schließlich irgendwann einmal die Kollegen hier kennenlernen und die sollen natürlich nicht ewig im Stall drin wohnen, sondern soll ja wieder raus. Ist ganz klar. Ach ja, und weil ich gesagt habe, ich habe sie gemeldet, bei der Versicherung ist sie natürlich auch mit angemeldet. Bei unserer Betriebshaftpflicht, das ist ja wichtig. Kann ja mal sein, sei es in einem Brandfall oder sei es, die büxt aus und macht einen Schaden irgendwo. Oder ich meine, wir wohnen jetzt nicht an einer Schnellstraße oder was, aber das braucht ja bloß, die braucht ein Ausgehen und Vor Angst vielleicht, weil sie sich nicht auskennt, rennt sie jemanden über den Haufen, dann hast du ja mordsmäßig Schadensersatzzahlungen oder sonst was. Von daher, ja, Versicherung ist wichtig. Das läuft in der Betriebshaftpflicht mit drin. Ist ja auch, das kann ja sein, wir kommen in den Stall rein und du willst, wenn der Tierarzt kommt, Blut abnehmen oder sonst was und da passiert was, da greift ja dann auch diese Versicherung. Brauchst du ja. Ja, jetzt steht sie wieder da. Hat sie mal eine Runde gedreht, jetzt kommt sie wieder. Ja, was ist denn, Adele? Na, Adele, was los? Was sind das für komische Kühe? So. Und was sind das für Geräusche? Nee, Silage gibt's nicht, falls du da drauf wartest. Silage habe ich leider keine. Tja, wer ist das da oben? Muss man die kennen? Ja, mei. Schön, dass sie jetzt draußen ist. Jetzt muss er dann bloß lernen, dass diese weißen Bänder da außenrum auch stromführend sind, dass das Aua macht, wenn man rankommt. Sobald sie das einmal weiß, denke ich einmal, habe ich auch kein Problem mehr, falls sie mal hier ein wenig verrückt spielt, dann rennt sie mal nicht durch den Zaun durch. Hoffnung zumindest. Ja, man wird sehen. Der Maschine. Ja, gucken wir halt einmal. Skeptisch. Was oder wer ist das? Komische Gesellschaft. Sehr komische Gesellschaft.
erste Mal seit Montagabend, dass er wieder auf freiem Fuß draußen unterwegs ist. Und jetzt sieht das alles ganz anders aus und ist hügelig. Mensch. Vorher war das flach und jetzt ist das hügelig. Vorher hatte ich andere Rinder und jetzt steht da so ein komisches langohriges Ding. Und zwei so gehornte Dinger, die nur Mäh machen. Ein gescheites Gras gibt's auch nicht. Also echt. Will nämlich veräppeln. Und der Gandhi riecht an der Kacke. Alles klar. Jawohl. Huch, nee, ich habe Angst vor dem. Der alte Opa. Der Zottel. Der war wieder im Regenhaus gestanden, schaut wieder ganz schlimm aus. Und den Winterpelz verliert er obendrein. Ey, 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 ey. Gandhi, Gandhi, Gandhi. Das lässt jetzt keine Ruhe. Die vier Orgelpfeifen. Oh, jetzt kommen die immer. Huch, huch, ich habe Angst. Ein Schauspiel. Also die Emma kennt ja eigentlich Kühe, aber in größerer Variante. Wir hatten nochmal auf der Weide, die da hinter unserem Hof ist, da standen früher immer Rinder und Schafe und Pferde. Und ich weiß, ein Jahr, da sind nochmal die Kühe da hinten ausgebüxt, sind durch die Hecke durch und alle zu uns rein. Von daher, sie kennt Kühe ja eigentlich schon. Das ist aber jetzt bestimmt schon, ich schätze mal 10, vielleicht 12 Jahre her, dass das passiert ist. Ja. Jetzt guckt sie natürlich, was ist das? Kenne ich das? Was soll ich jetzt da damit anfangen? Huch. Adele, es ist rutschig, gell? Du langsam. Na komm. Hm? Was ist denn? Kommst du mal rein, hä? Was ist das für eine komische Gesellschaft? Heieiei. So was aber auch. Hm? Willst du wohl wieder in einen Stall? Ach, ich weiß, der Schlamm da, der, ne? Ach Mensch, am liebsten würde ich das jetzt auf der Stelle verschwinden lassen, aber... Mei, es geht halt leider nicht alles von jetzt auf gleich. So schade wie es ist. Ich hätte es ja lieber, wenn das jetzt schon weg wäre, aber... Ja, Mai. Wird alles. Früher oder später wird alles. Werdet ihr sehen. Und wer mir es nicht glaubt, ist mir auch egal. Man kann immer nur stückchenweise machen, weil ein Geldscheiße habe ich auch nicht. Und wie gesagt, ich gehe ja noch 9 Stunden am Tag auf die Arbeit. Von daher muss man das so einplanen, dass es halt passt. No, ist sie wieder da? No. Die schmutzige Hufe. Ne, Klauen. Das sind ja keine Hufe, das sind ja Klauen. So eine komische Gesellschaft. Was ist das? Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. So Leute, es ist Samstag und ich habe gerade die Schweine unten und die Hühner mit eingeweichtem Schrot begrüßt. Einmal gleich wieder auffüllen, dass ich wieder frisches Material habe zum Einweichen. Ja, die Adele war heute noch das erste Mal mit draußen und steht sie. Ich vorhin, wie die Hunde draußen waren, war sie auf der Koppel, da waren die anderen alle im Stall. Jetzt steht sie hier draußen, der Gandhi scheint aktuell auch im Stall zu sein. So sieht es zumindest aus. Immer da hinten, Jockel und Maggie, die beiden. Na, Adele? 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 Was ist denn? Ja, gucken wir mal rein, was der Gandhi innen macht. Der wird wahrscheinlich Heu fressen, mal davon aus. Ja, war jetzt wie gesagt die erste Nacht. Schauen wir mal. Da innen wird gemampft, also das höre ich schon mal. Hallo Gandhi!
Na, Gandhi. Ich doch das da hinten. Nom, nom, nom. Oh, ich fressen. Adele? 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 Hallo? Hallo, Adele? Schaut aus, als musst du. Was denn? Ich glaube, du musst mal. Eindeutig. Oh, das ist aber gemein. Wenn sie aufs Klo geht, dann filmen. Das ist ja unverschämt. Geht ja nicht. Das ist die Emma. Hm. Doch mal gucken hier. Dem Jockel hinterher. Wieso antworten die nicht? Was denn? Gandhi, was ist? Ein Opa. Kannst du schon wieder rein? Kannst du schon weiter Heu fressen? Die Emma ist immer noch skeptisch. Wer bist denn du? Was willst denn du? Von der Größe her geben sie sich ja nicht viel. Emma ist nur ein bisschen größer als die Adele. Ich meine, ohne Emma, wer die Videos von mir immer guckt, der weiß ja, der Esel verhält sich eher wie eine Ziege. Die ist ja, wie gesagt, mit den Zwergziegen aufgewachsen. Die wird sich jetzt gerade denken, was bist denn du für eine große Ziege und wieso machst du so komisch Mu? Jetzt läuft da oben jemand. Neugierige Nachbarn, die müssen nachgucken, was hier jetzt los ist. Naja, ich denke, das renkt sich gar ein. Das wird schon im Laufe des Tages. Jetzt ist es wieder hell. Gestern ist ja abends noch mal raus, habe ich gesehen. Und jetzt ist es ja doch wieder hell. Jetzt kann sie dann in aller Ruhe sich mit den anderen anfreunden. Kann ihnen aus dem Weg gehen. Passt soweit. Mein einen Vorteil hat es, ich mag zwar Straßenlaternen an sich nicht, weil die Haufen Lichtreflexion machen in der Nacht. Die Lichtemission recht hoch ist. Einen Vorteil hatte das Ganze aber heute Nacht. Die Straßenlaternen waren an und man hat, also ich war gestern um 10:30 noch mal hausen, man hat alle weißen Bänder hier ringsherum schön gesehen, waren deutlich zu erkennen, optimal. Gut, ja, ich werde jetzt da nochmal reingehen,
Erstens gibt es Frühstück und zweitens werde ich dann so langsam aber sicher mal das Video schneiden. Das soll ja heute noch kommen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen oder hatte keine Lust. Mal gucken, vielleicht heute. Ja, viel Neues ist passiert in der letzten Zeit. Das habt ihr jetzt gesehen, wie es weitergeht und was jetzt so noch bevorsteht. Das seht ihr dann auch nach und nach. Also ich habe ja schon gesagt, die Adele bleibt auf keinen Fall alleine. Und ja, was die Schrotmühle angeht, da wird es auch noch ein paar Neuerungen geben. Da muss auch noch was gemacht werden. So wie es jetzt ist, lasse ich das nämlich auch nicht. Weil wenn die BG kommt, dann gibt es bloß wieder Mega. Ich sag bloß Kabel und Riemenschutz. Da haben wir schon gestern ja, überlegt gehabt, was wir machen könnten. Da sind die Ideen so gekommen. Und das wird dann auch noch umgesetzt. Ja, und was oben das Getreidelager angeht, da werde ich auch nochmal beigehen, dass das sauber ist. Und dann sehen wir schon. Die Emma wagt wieder einen Vorstoß. Die Emma ist frech. Na sowas. Gut. Ja, das wird es auf jeden Fall für dieses Video gewesen sein. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Und man sieht sich wieder. Servus!